Das ist Sadio aus Guinea. Über ein Jahr dauerte seine strapaziöse Reise nach Deutschland. Jetzt ist der 17-Jährige im Jugendwerk Birkeneck in Hallbergmoos zu Hause. Dort besuchten ihn die Landtagsabgeordneten der Freien Wähler. Sie wollten sich vor Ort über die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Bayern informieren. Für die asylpolitische Fraktionssprecherin Gabi Schmidt ist dabei eines ganz besonders wichtig. Was der Einstieg aller Gedanken sein muss, wenn man sich um minderjährige Jugendliche auf der Flucht kümmert, die unbegleitet sind, was die für Strapazen auf ihrer Flucht mitgemacht haben, was die getrieben haben muss, ihr Land zu verlassen und was sie in dieser langen, langen Zeit Flucht erlebt haben. Also das muss unser allererster Gedanke sein. Für Schmidt ist das Jugendwerk Birkeneck eine vorbildliche Einrichtung, die auf langjährige Erfahrungen im Umgang mit den Jugendlichen zurückblicken könne. Bei einer Führung über das weitläufige Gelände erfuhren die Abgeordneten von Heimleiter Otto Schittler, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst rasch die deutsche Sprache erlernen, um sich im Alltag verständigen zu können. Auch für den flüchtlingspolitischen Sprecher Dr. Hans-Jürgen Fahn ist die Sprache der Schlüssel für eine gelungene Integration. Der Eindruck von den Flüchtlingen war eigentlich sehr positiv. Sie waren aufgeschlossen, man konnte gleich mit ihnen reden. Was ich besonders super fand, ist, dass sie schon zum Teil Deutsch sprechen konnten, weil Deutsch ist ja eigentlich das Wichtigste, das haben sie auch gesagt, der Schlüssel zur Integration. Und es hat mich jetzt sehr gefreut, dass man sich schon ein bisschen auf Deutsch verständigen konnte. Neben der Sprache wird den Jugendlichen in Birkeneck auch ein geregelter Tagesablauf, Pünktlichkeit und der Umgang mit Geld vermittelt, Fähigkeiten, um den Alltag leichter zu gestalten. Einen Einblick in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen lieferte Gabriele Offermann bei der anschließenden Podiumsdiskussion. Die größte Herausforderung in ihrer Tätigkeit als Erziehungsleiterin sei länderübergreifend. Das ist eine länderübergreifende Herausforderungen, die natürlich Jugendliche in der ganzen Welt mit sich bringen, dass sie Grenzen austesten, dass sie Autoritäten brauchen, mit denen sie sich auseinandersetzen können, dass ihnen Strukturen zur Verfügung gestellt werden, die natürlich auch Halt bieten, aber die auch ein Korsett darstellen, das natürlich auch einengt. Und dass man dann in Relation zu der Entwicklung des Jugendlichen natürlich auch mal etwas weitermachen kann, diese Grenzen. Und wenn es nicht so gut funktioniert, dann natürlich auch enger machen muss. Von der Politik wünscht sich Offermann langfristige, transparente und vor allem vernünftige Lösungen beim Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Der Freisinger Abgeordnete Benno Zierer forderte eine Willkommenskultur für Menschen, die in höchster Not nach Bayern kämen. Zierer versprach, er und seine Fraktionskollegen würden die gewonnenen Eindrücke in die parlamentarische Arbeit mit aufnehmen.